Das Kölner Startup IO hat ein bei Werbemuffeln gefragtes Produkt entwickelt. Den Werbeblocker AdBlock Plus. Ein simples Programm für den Browser, das Surfen ohne Werbung verspricht. Und mal eben das Erlösmodell eines Großteils des Internets in Frage stellt. Unternehmenssprecherin Marsha Grant weiß auch, warum ihre Kunden keine Lust mehr auf Internetwerbung haben. Und zwar wurde über die Jahre hinweg immer aggressivere Online-Werbung im Internet verbreitet. Und Nutzer fühlen sich davon gestört natürlich, weil es unangenehm ist, weil es stört, weil es den Lesefluss unterbricht. Unschließbare Fenster, automatisch startende Videos und blinkende Banner. Für die rund 45 Millionen Adblock-Nutzer ist das kein Thema mehr. Doch die Betreiber vieler werbefinanzierter Webseiten sehen genau darin ein Problem. Denn wenn das Publikum schwindet, zahlen auch die Anzeigenkunden weniger. Von dieser Zwickmühle profitiert das Startup. Denn das Unternehmen verdient sein Geld damit, bestimmte Webseiten von seinem Blockiermechanismus auszunehmen. Freigeschaltet werden aber nur Seiten mit unaufdringlicher Werbung, behauptet IO. Es darf nicht den Lesefluss unterbrechen, es darf nicht blinken, es darf nicht automatisch starten, also auch kein Ton. Und das sind allgemein, kann man sagen, gute Bild-Text-Ads, die sind akzeptabel. Für IO ist solche Werbung ein Kompromiss zwischen den Interessen der Internet-User und denen der Werbetreibenden. Einige Verlage sprechen dennoch von Erpressung. Denn IO verlangt im Gegenzug einen Teil der Werbeeinnahmen der großen Seiten und hat genug Macht, um diese Forderungen auch durchzusetzen. Für den Trendforscher Mike Weber gibt es aber auch aus Sicht der User gute Gründe, sich kritisch mit diesem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Ein kleines Unternehmen entscheidet darüber, welche Inhalte transportiert werden und welche nicht. Und wenn es diese technische Möglichkeit gibt, ist ja nicht unbedingt immer gesagt, dass nur lästige Werbung rausgefiltert wird. Und es wäre genauso gut vorstellbar, dass Inhalte rausgefiltert werden. Diesen Zensurvorwurf weist IO zwar von sich. Trotzdem wächst der Widerstand gegen AdBlock Plus. Vor allem bei den Seitenbetreibern. Diese sperren ihre Inhalte immer häufiger für User mit Werbeblocker, wie zum Beispiel Bild.de. Der Programmierer Thomas sieht das nicht ein. Er schreibt ein Programm, mit dem sich wiederum die Netzsperre auf Bild.de umgehen lässt. In seinem Browser verhindert jetzt ein Skriptblocker Marke Eigenbau nervige Pop-ups. Und der soll gleichzeitig seine Privatsphäre schützen. Sein Argument? Die Werbung auf Bild.de ist ein Sicherheitsrisiko. Diese Skripte können eigentlich alles Mögliche machen. Sie können meine Browser-ID erfassen, wissen, von wo ich dahin gekommen bin, was ich danach angeschaut habe, erstellen dann ein Profil von mir. Das ist mir zum einen nicht recht, aber zum anderen ist es wirklich gefährlich, über Skripte mir Code in den Browser zu laden, der dann schädlich sein kann. Längst beschäftigt der Streit um die Werbeblocker auch die Gerichte. Hier streiten Verlage mit Adblocker-Firmen. Ausgang offen. Und sogar ein YouTuber, der einen Tipp zur Umgehung der Bild.de-Sperre veröffentlicht hatte, hat der Axel Springer Verlag bereits abmahnen lassen. Der daraufhin wiederum den Springer Verlag verklagt hat. Im Netz herrscht also ein regelrechter Kleinkrieg um die Adblocker. Thomas möchte seinen vollen Namen deshalb lieber nicht nennen. Und vor allem selbst entscheiden können, was er mit seinem Browser macht. Und was nicht. Ich möchte mir auch nicht vorschreiben lassen, wie ich dieses Internet zu benutzen habe. Es gibt Regeln, an die wir müssen wir uns halten. Aber wenn eine kommerzielle Firma aufgrund ihrer Geldgier eigene Regeln erfindet, muss ich die nicht akzeptieren. Thomas selbst sieht sich übrigens nicht als Werbemuffel. Er weiß, dass die Inhalte im Netz irgendwie finanziert werden müssen. Solange es aber keine Standards gibt, die dem User ein Mindestmaß an Sicherheit und Transparenz garantieren, wird er weiter blocken und gar keine Werbung im Netz sehen.